Ereignis an diesem 3. Mai 1936 steht fest. Die Volksfront hat gesiegt. Ein unvergessliches Programm für Ihren Silvesterabend. Was ist los? Du kommst zu spät. Ja, ich weiß. Aber heute Abend. Blitzschussons, Zauberei, Spaß, schöne Frauen. Beeilt euch, Leute. Gleich geht's los. Das Chansonnier gehört jetzt mir. Ihr dürft alle stempeln gehen nach der Vorstellung. Ihr Sohn geht betteln. Sie sind nicht mehr in der Lage, das Kind ordentlich aufzuziehen. Solange Sie keine regelmäßigen Einkünfte haben, werden Sie Ihren Sohn nicht wieder zu sich nehmen können, Monsieur Pigouin. Wir übernehmen es. Was wollt ihr in der Revue rausbringen? Bei mir? Wir zahlen Ihnen Miete. Passt auf, Jungs. Der wird mir ja ganz schwindelig. Na, dann guck halt woanders hin. Wozu brauchst du die? Das gibt so einen kalten Blick. Beim Vorsprechen muss man immer so aussehen. Siehst wie eine Stubenfliege aus. Wen haben wir noch? Die Kleine, die uns Monsieur Galabia geschickt hat. Wenn Sie uns Ihre Beine mal zeigen würden, bitte. Doch, immerhin. Sie sind engagiert. Ich weiß, warum Sie so abweisend zu mir sind. Weil ich Ihnen gefalle. Ach ja? Mir gefallen Sie? Und das können Sie einfach nicht ertragen. Y'en a qui rêve du Père Lachaise avec un marbre tel être tort. Et pour faire bien dans le décor, deux anges qui se disent des fadaises. Dann kamen die Leute in Scharen, um diesen Arbeitslosen zu applaudieren, die eine Revue machten aus ihrem Leben. Nicht so schnell! Welchen Grund hätte ich, diesen jämmerlichen Nieten noch mal eine Chance zu geben? Was springt denn für mich dabei raus? Was kriegt ihr dafür? Merci beaucoup! Ende der Vorstellung. Heute Abend räume ich hier ab.